Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Genji Days of the Blade. Ja, ein Spiel von Sony Computer Entertainment und vielen, vielen anderen Leuten, wie man vor dem Intro gesehen hat. Das Intro war übrigens auch sehr beeindruckend. Von mir als Blade für euch. Ja, das Spiel hier, dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, das ist Blind. Ich habe vorher noch nicht gespielt und ja, deswegen würde ich auch gerne Spoiler vermeiden, also von euch. Ich gehe erstmal in den Einstellungen, weil ich gucken will. Ja, ich habe hier schon ein paar Sachen umgestellt. Und zwar die Schwierigkeit habe ich auf schwer eingestellt. Mal gucken, wie schwer das Spiel ist. Untertitel, ein Anleitung, bla bla bla. Feindleben habe ich glaube ich auf eingestellt, weil das vorher aus war. Controller-Einstellungen habe ich nicht drauf geguckt. Audio-Option habe ich hier auf Japanisch eingestellt, weil das konnte auch in Englisch abgespielt werden, aber lass mal das. Und ja, was weiß ich von dem Spiel? Ich weiß, dass das Spiel vier Hauptcharaktere hat, die man gerade gesehen hat. Ich habe das Spiel vor vielen, vielen Jahren, als ich mir das zum ersten Mal geholt habe, ehrlich gesagt, noch ein bisschen gespielt, aber alle vier Charaktere hatte ich glaube ich nie. Ich habe glaube ich nur die ersten drei Charaktere gehabt. Und ja, Sachen sind passiert, ich habe das Spiel nie zu Ende gespielt und das wird jetzt nachgeholt. Und ja, was weiß ich noch, es spielt in Japan? Fragezeichen. China? Orientalische Zeit? Mal gucken. Deswegen, ja, fangen wir jetzt einfach an. Bonusmaterial, das sind glaube ich DLCs mit, ich glaube Kostüme gibt es hier. Kann man sich holen. Weiß nicht, ob ich mir die hole. Kann ich auch mal zeigen und so, aber mal sehen. Wir fangen jetzt ein neues Spiel an. Mal gucken, worum es in diesem Spiel überhaupt geht. Ich habe keine Ahnung mehr. Genji und Heishi. Yo分けた2つの勢力の戦い。 悪しき心で神秘の石天鋼を使った兵士が勝利し終わりを迎えました黄金を極める兵士の支配に苦しむ人々の願いは、やがて源義経様と武蔵坊弁慶様を戦いへと導きます。二人は清き心で天鋼を使い、 幾多の試練を乗り越え、兵士の棟梁、平清盛を討ち、その手から天鋼を取り戻したのです。天鋼を失った兵士の残党は、義経様の兄、源頼朝様に追われ、福原へと落ちてゆき、世に束の間の平和が訪れました。 Oh Mann. Ich glaube, das sind die Bösen.
その方が義経か。はっ。先の戦いでは、兄上のお誘いを受けておきながらも、単独で挑み、その後も許しを請うことなく、今日離れた日で、お詫びのしようもございません。何を申す。お前の働きがあってこそ清盛もこの世を去った。礼を言うぞ。残るは、福原へと落ちた者どもを撃つだけだ。そのことですが、兄上。人ならざる者が、兵士軍に現れたとの噂を耳にしました。天鋼を失った兵士のそのようなことは、にわかには信じられません。そうか。やはりお前の耳にも届いておったか。真偽はわからんが、兵士に復調の兆しがあるのも事実。このあたりで一気に決着をつけねばならない。兄上、この私の力をぜひ兵士討伐に使ってはいただけませぬか。おお、それは願ってもおらぬこと。よくぞ申してくれた。お前と共に戦える日が来ようとは。兄弟力を合わせ、亡き父上の無念、晴らそうではないか。兄上。ん？何事か？申し上げます！兵士の一団が代理に侵入しました！なんということだ。急ぎ兵を集めよう！代理に向かうぞ！はっ！すまぬ義経、お前は先に行ってくれ。我らもすぐに駆けつける。承知しました。これは、兵士め。Oh Mann. Ja, so ein brennendes Gebiet kann ich mich sogar noch ein bisschen erinnern. Okay, bevor irgendwelche Gegner jetzt mal kommen und fertig machen, lernen wir erstmal. Ja, wie man sieht, das Spiel ist so, ja, Hack and Slay mäßig aufgebaut. So, aber können wir mit 4 können wir angreifen. Jetzt können wir springen. 3 können wir auch angreifen. Und stärker angreifen, nehme ich an. Mit Kreis kann man auch angreifen. Die anderen sind immer gleich, anscheinend. Okay. Okay, mit Rechner Luxe können wir so ausweichen. Cool. Ja, 2 blocken wir. Und der 1, okay. Was? Okay. Ich hoffe, er wird mir noch alles erklärt. Na gut, ja, storymäßig, ja, charaktermäßig, weiß ich nicht. Wenn die erwarten, dass ich jetzt hier die ganzen Namen schon auswendig weiß, dann gute Nacht, weil ich habe schon die Hälfte davon wieder vergessen. Klassischer Japanisch, asiatische Namen, gehen ins eine Ohr raus, den anderen wieder, in ein Ohr rein, einen wieder raus. Aber das ist Yoshi zu, das weiß ich. Oh, 突然現れ、やはり兵士か。奴らの狙いは一体。おそらく奴らの狙いは死神殿。おい、しっかりしろ。くそ、急がねば。おまん、はい、な。Ah, für jeden Gegner ein Schwert, schau ich schon. Oh nein, jetzt sind 4 da, verdammt. Mal gucken, wie im Eimer ich bin. Okay, hör ich euch irgendwie an, wie sie ja. Der da. Sehr gut. Okay, meine Lebensanzeige, die jagt mir ein bisschen Angst ein. Warum ich so wenig? So, so mache ich das jetzt einfach. Ich gehe einfach rein und alles kaputt. Ich glaube bloß, dass hier die super krassen Kombos sind, die alle so rauf und runter machen werde.
Aber draufkloppen, bis die Gegner tot sind. Ja, sehr gut. Ausgezeichnet. Oh, eine Truhe. Ich glaube, trotzdem wird noch einiges erklärt. Geschamon, Blutwort aufrichten mit Klingen, wie man sieht, der sie schwingt. Okay. Dringen Sie Eltern sofort zwischen von Ihnen erworbenen Waffen zu wechseln. Okay, cool. Schon eine neue Waffe. Habe ich auch irgendwie so Werte? Ja, hi, na. Waffen ausrüsten. Ah. Schamon. Fähigkeiten. Sag nicht, die haben alle verschiedene Sachen. Oh Mann. Gegenstände prüfen. Aber irgendwie so Heilgegenstände oder so, das wäre vielleicht sehr gut. Weißt, irgendwie konnte man die Gegner noch Charaktere aufleveln, glaube ich, aber naja. Hat er sich direkt geändert, der kommt zu. Oh, hi, na. Also so auszuweichen finde ich richtig geil. Doch schnell fertig machen, bevor der eine kommt. Was du denn, na? Ja. Wusha! Hula! Zack! Schleppst du das? Das Burns! Boah, cool, ne? Ich weiß immer noch nicht, wofür jetzt die zwei Tasten sind, aber egal. Na, was soll ich sagen? Kurama-Kraut stellt Leben wieder, gibt den Nutzer 300 Punkte Leben zurück, okay. Typisch. Ja, manchmal so irgendwie einsetzen. Oh, springt so fancy, geil. Weil ist er schon da rein oder so? Keine Ahnung. Ich nehme mal an, dass da ist ein Speicherpunkt. Oh, was? Ah, okay, cool. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel gespielt wird. Für mich ist das, als würde ich das Spiel wieder von neu spielen. Ich habe es ja auch nicht so weit gespielt, als ich jetzt hatte. Das war ein komischer Satz, egal. Wir speichern jetzt hier, nehme ich an. Ah, okay. Hier, Speicherbildschirm. Speichern, ja. Na gut. Ha, wir sagen 15 Minuten, 16, 16, ja, das reicht für den ersten Part. Gucken, wie es so ankommt und so. Ich hoffe, einigen Leuten wird das Projekt gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns schon in der nächsten Folge von Let's Play Genji, Days of the Blade. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.